Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich begrüße die Vertreter der Presse. Ich begrüße natürlich auch alle diejenigen, die online dabei sind mit dem Livestream bei unserer Pressekonferenz, bei unserer Vorstellung des Spielplans 2020-2021. Und dann möchte ich natürlich auch das Podium begrüßen, das hier im leeren Theater sitzt. Wir haben die Situation mal umgedreht, dass Sie, diejenigen, die Presse natürlich auch, aber unsere Zuschauer, die über den Livestream gucken, dass Sie mal sehen, wie sich so ein Publikumsraum sich so von der falschen Seite her angucken lässt und wie sich der darstellt. Es ist die Situation, wir haben ja keine Vorstellungen. Dieser Saal ist leer, das wollten wir auch mit diesem Bild jetzt mal zeigen. Aber wir sind frohen Mutes, wir sind ganz optimistisch, dass es mit der neuen Spielzeit wieder losgeht. Davon gehen wir jetzt mal einfach axiomatisch aus. Und in diesem Sinne sitzen wir hier und freuen uns auf alles, was wir auf uns zukommt und was wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Aber wie gesagt, zuerst möchte ich Ihnen das Podium vorstellen. Ganz zu meiner Rechten sitzt Eva Lankau, sie ist die kommissarische Leiterin des Jungen Theaters. Dann sitzt Pavel Balev daneben, auf ihn werden wir später zu sprechen kommen, weil er wird eine maßgebliche Funktion an diesem Haus übernehmen. Aber das soll jetzt im Moment noch nicht Thema sein, sondern ein bisschen ein Überraschungs-, ein Theatereffekt. Neben Herrn Balev sitzt Michael Helmrath, unser Generalmusikdirektor. Mein Name, ich habe mich ganz vergessen selbst vorzustellen, Daniel Kleiner, ich bin der Intendant dieses Hauses. Und zu meiner Linken ist Annette Leistenschneider, unsere Operndirektorin. Dann ist Ivan Alboresi, unser Ballettdirektor. Und ganz links ist Frau Dr. Juliane Hirschmann, unsere Chefdramaturgin. Und bevor wir losgehen und den Spielplan Ihnen vorstellen, möchte ich Ihnen ganz kurz schildern, was es alles braucht, dass wir überhaupt hier sitzen können. Normalerweise, bevor eine Produktion losgeht, wir nehmen mal eine Musiktheaterproduktion an, sind wir 1,5 Jahre vorher, sind wir im Vorlauf und fragen uns, was könnten wir spielen? Sollen wir das spielen, dieses Stück? Und danach versuchen wir uns festzulegen, indem wir die Umsetzbarkeit überprüfen. Eine musikalische Umsetzbarkeit, eine technische, eine räumliche, eine finanzielle. Wir gucken auch die Verlagsrechte an, ob wir überhaupt die Rechte kriegen. Dann geht es in eine große, grobe Disposition. Wir haben einen Premierentermin, Vorstellungstermine, alles 1,5 Jahre im Voraus, ein Probenbeginn. Dann fangen wir an, ins Detail zu gehen. Wir gucken uns an, wer das umsetzen könnte, welches Regieteam, welche Ausstatter und so weiter, welche Sänger von unserem Haus, ob mit Chor, ohne Chor, mit Extrachor, Ballettbeteiligung, Kinderchor, Statisterie, in welcher Sprache das es aufgeführt wird. Und dann stellen wir fest, wir brauchen zum Beispiel Gäste. Wir haben fehlende Künstler, fehlende Ensembles. Und dann gehen wir auf die Suche nach denen. Dann sind wir vielleicht ein Jahr, bevor das Stück überhaupt rauskommt. Und dann geht es darum, Verträge zu machen mit diesen Personen. Haben die überhaupt Zeit? Diejenigen, die wir wollen, da müssen wir Vorsingen machen, Vorsprechen und so weiter. Geht es eins nach dem anderen, bis wir dann tatsächlich Verträge machen aufgrund einer fertigen Disposition. Wir haben die Rechte eingeholt mit dem Verlagen. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir dann alles wissen, alle Daten, alle Personen, dann kommt unsere Chefdramaturgin ins Spiel und schreibt einen Text, den sie dann auch vor sich haben in diesem Spielzeitheft. Und dann wird alles zusammengeführt in diesem Heft, alle Daten von allen Personen, von jedem Mitarbeiter, jede Raumbelegung ist bekannt, es ist alles bekannt, wie viel es kostet. Und dann wird dieses Heft Korrektur gelesen, bis es endlich in unseren Händen ist, Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und dann wissen wir an jedem Tag, was in diesem Haus, im Haus der Kunst, als Gastspiele, wo wir auch immer sind, was stattfinden wird, mit wem. Also das ist irgendwie der Wahnsinn, wie viel Vorbereitung es braucht, um dieses Spielzeitheft überhaupt Ihnen sofort vorstellen zu können. Dann ist es auch so, dass dieses Spielzeitheft so ein bisschen, das war ein bisschen Sorgenkind. Diese Sorgen hatten wir nicht immer. Es ist Corona-Zeit und wir haben
diese Verfügung gekriegt, dass wir plötzlich nicht mehr spielen können. Jetzt haben wir einige Produktionen, wie zum Beispiel der ganze Schlossfestspielblock, haben wir genommen. Was wir dieses Jahr nicht spielen, spielen wir nächstes Jahr. Das heißt, die ganzen Verträge, die Verlagsrechte, alles, was wir vorbereitet haben, die gesamte Disposition musste überprüft werden, musste nochmals neu redigiert werden. Alles wurde quasi neu gemacht. Und darum findet diese Spielzeitkonferenz, diese Pressekonferenz eine Spur später statt. Dafür wollte ich um Verständnis werben, aber wir sind hier, wo wir sind, und wir freuen uns darauf. Noch ein letztes kurzes Wort, bevor es zum Inhalt geht. Wir haben dieses Spielzeitheft in der Farbe, in der Spartenfarbe des jungen Theaters gehalten. Wir haben begonnen mit dem Musiktheater, das war 100-jähriges Theaterjubiläum, das war sehr korrekt. Dann war es die zweite Sparte, die wir vorgestellt haben mit der Ballettsparte, das war unser zweites Heft. Dann kam das Konzert, die Konzertsparte mit Blau kam dran, weil wir den 400-jährigen Geburtstag des Lohorchesters gefeiert haben. Dann kam die Schauspielsparte dran und als letzte, als fünfte Sparte, die wir hier im Haus haben, ist es dieses Mal in der Spartenfarbe des jungen Theaters. Und da freuen wir uns dann natürlich auch auf die Inhalte. Und wenn wir jetzt in den Inhalt gehen, da möchte ich unseren Freunden, die uns von außen zugucken, möchte ich sagen, dass sie dieses Spielzeitheft auf unserer Homepage finden. Sie können es downloaden und können jetzt ganz live dazu, können Sie da mitblättern und drin rumschmökern schon und verfolgen, wo wir uns gerade inhaltlich aufhalten quasi. Wenn wir da losblättern, das geht los mit einem Inhaltsverzeichnis, mit einem Grußwort des Intendanten. Wenn Sie mögen, können Sie es lesen. Sie können es aber auch gerne überblättern, weil der restliche Inhalt wichtiger ist. Aber das, was natürlich immer ganz wichtig ist, ist unsere politische Unterstützung, die wir brauchen. Wir brauchen nicht nur unser Publikum, das uns unterstützt, und natürlich die ganzen Mitarbeiter, wo wir ein Team darstellen, sondern ohne Politik, ohne den politischen Willen, wird es uns in dieser Form, vielleicht werden wir immer wieder angegriffen. Also von dem her ein großer Dank an die Politik. Dann kommt der Premierenkalender, sehr beeindruckend. Dann kommt der Konzertkalender, auch sehr beeindruckend. Und dann kommt das Gesicht von Annette Leisenschneider, die zum Musiktheater gehört. In diesem Sinne übergebe ich sehr, sehr gerne. Annette. Ja, vielen Dank, Daniel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Theater und allen vor den Bildschirmen, Smartphones, wo auch immer. Schön, dass Sie da sind und mit uns den Start in die neue Spielzeit sozusagen beginnen. Ich freue mich sehr, hier zum fünften Male jetzt den Spielplan anzukündigen. Wir haben einen ganz besonderen Spielplan, wie ich finde, mit zwei Uraufführungen und mit einem Werk, was zu den größten der Musikdramatik zählt. Wir beginnen traditionell mit unserer Operngala am Samstag, den 5. September. Dieses Mal haben wir eine deutsche Operngala, also eine Operngala mit Werken aus deutschem Musiktheater. Dich, teure Halle, grüße ich wieder. Froh grüße ich dich, geliebter Raum, ist der Titel dieser Gala. Es dirigiert Michael Helmrath, der auch gemeinsam mit Daniel Kleiner den Abend moderieren wird. An dem Abend wird natürlich auch traditionell wieder der Theaterpreis verliehen. Es bleibt natürlich geheim bis zu dem Moment, wo es passiert, wer diesen dieses Jahr erhält. Dann geht es weiter mit der verschobenen Premiere der Lustigen Witwe, Corona-bedingt verschoben, die eigentlich am 27. März hätte stattfinden sollen, ist nun unsere Eröffnungspremiere, auf die wir uns alle sehr freuen. Die Regie liegt in den Händen der Kollegin Maria Ricarda Wesseling. Die Bühne hat Ronald Winter gestaltet und die Kostüme als Gast Roy Böser. Anschließend gibt es eine kleine Wiederaufnahme in der Traditionsbrennerei. Veronika der Korn ist da. Mittlerweile etwas über 40 Vorstellungen. Und ab dem 18.09. sucht Brigitte Roth wieder in diesem Stück nach ihrem Liebsten und nach der Liebe und findet beides auch. Also ein kleines Stück mit Happy End. Kein Happy End hat auch dieses Mal wieder unsere Butterfly, die wir hier 6-mal im Haus gespielt haben mit Standing Ovations.
Wir haben eine Wiederaufnahme im Meininger Hof in Saalfeld. Unser fusioniertes Theater in Rudolstadt ist in der Renovierung und wir spielen wieder an der Ausweichspielstätte und zwar ab dem 10. Oktober, Madama Butterfly. Als nächstes auch eine wunderbare Wiederaufnahme, dieses Mal hier im Haus. In der Regie von Achim Lenz, Ausstattung Birte Wallbaum, die Wiederaufnahme unserer Zauberflöte am 23.10. Danach gibt es wieder eine kleine, aber umso feinere Premiere. Im Theater unterm Dach werden wir gemeinsam das Musical heute Abend Lola Blau. Ein Musical für eine Schauspielerin, ist der Untertitel, mit Liedern von Georg Kreisler hören, mit einer Geschichte, mit einer fantastischen Geschichte. Und auch da werden Sie Brigitte Roth in der Hauptpartie sehen. Ab dem 8.11. im Theater unterm Dach. Die Regie hat Ronald Winter, die musikalische Leitung liegt bei Felix Emanuel Achtner und die Ausstattung übernimmt Birte Wallbaum. Dann steuern wir auf die erste Uraufführung in der kommenden Spielzeit zu. Sie erinnern sich vielleicht an den Geist der Weihnacht oder vom Geist der Weihnacht, das Erfolgsmusical von Dirk Michael Stephan. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt eine Welturaufführung von ihm auf unsere Bühne bringen, nämlich das Musical Get on Board. Wir haben uns eben sehr gefreut, dass er unser Theater dafür ausgewählt hat. Die Regie übernimmt ein sehr renommierter Theater- und Fernsehregisseur, Herr Matthias Kitter. Die Bühne gestaltet Wolfgang Rauschning und die Kostüme Anja Schulz-Hendrich. Das Dirigat liegt in den Händen unseres ersten Kapellmeisters Henning Ehlert. Die Choreografie übernimmt als Gast Till Nau. Und es wird einige Überraschungen bei der Besetzung geben, wie Sie vielleicht schon gelesen haben oder demnächst lesen werden. Die Premiere findet am 27.11. statt. Dann kommt ein unglaubliches Stück, wie ich finde, eine Oper von Richard Wagner. Eine übrigens Samstagspremiere in diesem Fall, weil die Spieldauer doch sehr lange ist. Tristan und Isolde. Tristan und Isolde werden mit der unglaublichen Musik und der Geschichte, die man ja schon aus dem Mittelhochdeutschen kennt, werden hier am 23. Januar auf der Bühne, werden sich erst im Tod finden können. Ein wahnsinniges Stück mit einer unglaublichen Musik. Es dirigiert Michael Helmrath, die Regie übernimmt Ivan Alboresi, was mich sehr freut. Die Bühne macht Wolfgang Rauschning. Und die Kostüme Dietrich von Krebmer, der schon bei den Schlossfestspielen gearbeitet hat. Als nächstes gibt es wieder eine Wiederaufnahme. Ab dem 25. Februar spielen wir Evita. In meiner Inszenierung Bühne Wolfgang Rauschning, Kostüme Anja Schulz-Hendrich. Zwei Tage später, am 27. Februar, können Sie auf unserem Schlossball tanzen, lachen, singen, sich unterhalten, essen, trinken und einfach einen wunderbaren Abend verbringen. 27. Februar im Sondershäuser Schloss. Es folgt unsere zweite Uraufführung am 19.03. nächsten Jahres. Unser Composer in Residence, Christoph Ehrenfellner, hat ein Stück geschrieben, eine Oper geschrieben, eine Kammeroper geschrieben über die biblische Geschichte von Kain und Abel. Für unser Theater, das Libretto, also die Texte stammen aus der Feder unserer ehemaligen Chefdramaturgin Frau Dr. Anja Eisner und Daniel Kleiner, der auch die Regie übernimmt. Es wird ein Doppelabend sein. Der erste Teil, die Uraufführung Kain und Abel und im zweiten Teil als Zusammenarbeit mit der Musikhochschule in Weimar die Puccini-Oper Gianni Schicchi in der Regie von Paul Enke. Den Abend dirigiert Henning Ehlert, die Bühne übernimmt Birte Wallbaum und die Kostüme Anja Schulz-Hendrich. Dann haben wir noch eine Wiederaufnahme der Lustigen Witwe, die auch im Meininger Hof in Saalfeld stattfindet.
stattfinden wird. Dort werden sich Danilo und Hanna Klavari ab dem 10.04.2021 dann finden. Also endlich wieder ein Happy End. Und dann kommen wir zur letzten Premiere im Haus der kommenden Spielzeit, zur letzten Musiktheaterpremiere. Und zwar wird das der Liebesdrang von Donizetti sein. Elisir d'Amore, die Geschichte um eigentlich eine Flasche Bordeaux, die aber als Liebestrank verkauft wird und erstaunlicherweise als solcher wirkt. Also meine Damen und Herren, wenn Sie mal einen Liebestrank brauchen, eine Flasche Bordeaux kann sehr viel helfen. Und da bin ich dann auch wieder dabei und führe die Regie. Das Dirigat übernimmt Michael Helmrath und die Ausstattung liegt in Händen von Karel Spanhack. Karel Spanhack hat vor mittlerweile 3 Jahren im Schlosshof Zaun Zimmermann die Bühne ausgestattet. Vielleicht erinnern Sie sich, das große Schiff, das wir da stehen hatten. Und wir haben Premiere mit unserem Liebestrank hier auf der Bühne am 30. April nächsten Jahres. Und damit sind wir dann auch bei den Schlossfestspielen gelandet. Und das gebe ich gerne wieder weiter an Herrn Kleiner. Das ist sehr, sehr nett. Danke vielmals für den die üppige Vorstellung des noch üppigeren Spielplans, den wir da auf die Bühne bringen. Im Vorfeld vielleicht, wenn ich das ganz kurz noch ein bisschen kommentieren darf, als langsam ruchbar wurde, dass wir Tristan und Isolde machen sollten, gab es ein bisschen Augenrollen, es gab ein paar Ohnmachtsanfälle, weil das Stück dann doch scheint zu groß zu sein für diese Bühne. Dabei ist es so, dass der Stückinhalt, die Schwere des Stückes, die Bedeutung in der Musikgeschichte, das ist, ist einfach eine der größten Werke, die es überhaupt gegeben hat in den letzten 500 Jahren Operngeschichte. Aber für unser Haus, eigentlich ist es ein kammermusikalisches Stück, nicht im Orchester, aber auf der Bühne. Also von dem her passt es wunderbar. Es ist die Wagner-Oper, die man fast am besten hier zeigen kann. Aber Michael Helmrath wird mich dann vielleicht im Konzertteil so ein bisschen einschränkend korrigieren. Das weiß ich nicht. Ich freue mich, dass im Livestream, dass wir schon bei 100 Leuten sind, die uns begleiten, die zugucken. Da gibt es ein paar tolle Kommentare. Es tut gut, euch alle wohl aufzusehen. Toi, toi, toi. Und die Leute sind dabei und freuen sich, dass wir hier sind. Etwas ganz kurz möchte ich nochmals zum Musiktheaterprogramm sagen. Es wird so sein, dass alle Freunde, Begeisterte von Biggi Roth, wir haben dieses Lola Blau extra auf den Spielplan genommen, weil, das muss auch gesagt werden, es ist ihre Abschiedsspielzeit und sie wird nochmals so richtig ins Licht gerückt und mit einer eigenen Produktion, aber auch in anderen Produktionen, dass man von ihr einfach nochmals auf der Bühne sie in der vollen Dröhnung nochmals kriegen kann. Also von dem her, das ist Biggi Roth. Den kleinen Andeuter bei Get on Board, das würde ich doch gerne ganz kurz ausführen. Es wird so sein, dass wir ein paar richtige tolle VIPs auf die Bühne kriegen für dieses Stück, für diese Uraufführung. Und ein Vertrag, den haben wir gerade unter Dach und Fach gekriegt, das ist die Kim Fischer, die den meisten wahrscheinlich aus dem MDR-Fernsehen bekannt ist. In diesem Sinn, Thüringer Schlossfestspiele. Wir sind, wie ich anfangs schon angedeutet habe, sind wir dabei, das Programm, was wir eigentlich diesen Sommer hätten spielen sollen, spielen wir im nächsten Sommer. Wir wiederholen das, das ist genauso wie bei der Lustigen Witwe. Die vorbereitenden Arbeiten, die so weit im Voraus sind, eigentlich war schon fast ganz, ganz vieles war schon abgeschlossen. Natürlich das ganze Regiekonzept, in den Werkstätten waren sie schon dabei. Das wäre fahrlässig gewesen, das nicht einfach so zu verschieben. Auf alle Fälle, wir freuen uns auf das Programm. In dem Sinn muss ich gar nicht mehr viel sagen. Wir haben 3 Musketiere. Sie werden sich bestimmt an jedes einzelne Wort der Pressekonferenz vor einem Jahr erinnern. Dazu muss ich also irgendwie gar nicht viel sagen. Es wird gefochten, was das Zeug hält. Am Schluss gewinnen die Guten, natürlich die Musketiere. Es gibt dann einen mehr dazu. Regie hätte dieses Jahr Ivan machen sollen, wird nächstes Jahr auch Ivan machen. Da freuen wir uns sehr drauf, mit einer ganz, ganz tollen Besetzung. Barbier von Sevilla,
Das ist unser zweiter Titel, der von diesem Sommer auf nächsten Sommer verschoben wird. Da muss man irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Annette Leistenschneider wird es inszenieren. Wir freuen uns drauf, dass dieses Genre liegt ihr. Das ist einfach wieder passende Handschuhe auf die schöne Hand. Das, was ich Ihnen bei Barbier von Sevilla, wenn Sie da mal ganz kurz reingucken mögen, das übrigens würde ich Ihnen ganz gern mal ganz kurz vorlesen. Nicht, dass Sie auf die Idee kommen, das zu überblättern. Alle übrigens, das sind so kleine Schmankerl, die wir so kleine Informationen, die eigentlich niemand braucht zum Stück, aber die ein bisschen Lust machen auf mehr. Also, hier übrigens. Gioachino Rossini hatte nicht nur eine Leidenschaft für die Musik, sondern auch für gutes Essen. Von ihm selbst ist überliefert, dass er nur 3-mal in seinem Leben geweint habe. Und dann kommt ein Zitat. Als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini, das ist der Geigenvirtuose, die Violine spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord ging. Das ist unser übrigens, das einfach Lust machen sollte, diese leichte, diese prickelnde Musik von Rossini in der Umsetzung dann eben von Michael Helmrath musikalisch gesehen und Annette Leistenschneider in der Regie zu genießen. Wir haben ein Stück Bastien, das wir wieder zeigen werden in der ganz, ganz bezaubernden Inszenierung von Saskia Kuhlmann. Und da freuen wir uns drauf. Das wird ein schöner, großer Erfolg wieder sein. Sie sehen immer wieder so ein paar Bilder auch eingeblendet. Das war gerade ein Stimmungsbild der Theaterwiese. Wir freuen uns auf die Schlossfestspiele 2021, umso mehr, als sie dieses Jahr ja ausfallen müssen. In diesem Sinne freue ich mich, nach links zu Ivan Alboresi zu übergeben. So, einen wunderschönen guten Tag an alle. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich werde ein bisschen mehr lesen, sodass ich einfach mich nicht verliere in meine Worte, sonst ich schaffe die 5 Minuten nicht. Also ich freue mich sehr, Ihnen unser Ballettprogramm für unsere 5. Saison vorstellen zu können. Wir beginnen am 2. Oktober mit dem Ballettgala Tain Los. In dieses Jahr aber gibt es eine Besonderheit. Der erste Teil der Gala wird Inside Us, ein Ballett mit Musik von Ezio Bosso und Philipp Glass, das ich diese Saison geschaffen habe. Aufgrund des Coronavirus konnte es jedoch leider nur 2-mal aufgeführt werden. Und wir möchten somit den Zuschauern die Möglichkeit geben, diese mir sehr am Herzen liegende Produktion doch noch zu sehen. Im zweiten Teil werden wir dann unsere neuen Tänzer vorstellen und zurückschauen auf das, was wir in den letzten Jahren auf der Bühne erlebt haben. Mit meinen Balletten. Und die Stücke der berühmten Choreografen, die in unserem geliebten Theater Spuren hinterlassen haben. Und natürlich werden wir auch noch einen Ausblick auf die erste Premiere der Saison geben. Das alles wird wie gewohnt von unserem Intendant Daniel Kleiner und von mir moderiert. Ich hoffe, es dauert nicht mehr als 3 Stunden. Wir werden das Beste geben. Am 6. November haben wir dann unsere erste Ballettpremiere, Carmen, mit Musik von Rodion Schredin und Julia Wolf. Ganz besonders freue ich mich hier, wie immer, auf die Arbeit mit unserem großartigen Loh-Orchester und es wird dirigiert von Henning Ehlert. Ich möchte meine eigene Lesart zu dieser Geschichte geben, die hauptsächlich auf die französische Novelle von Prosper Mérimée basiert ist. Die Motive, aus denen die Figur handelt sich und die tiefen Emotionen und diese tragische Liebesgeschichte stecken, ich möchte die ergründen und vertiefen, sodass wir aber nochmal eine zweite Ebene von dieser wunderbaren Geschichte. Und denn es ist bei diesem Ballett etwas ist sicher. Es steckt volles Leidenschaft, Liebe, Tragödie, Enttäuschung, genau wie diese bewegende Musik, der russische Komponist Schredin, der weite Teile der besetzten Partitur in eine effektvolle Fassung in Streichorchester und Schlagwerk überführt hat. Der Bühnenbild stammt aus der bewährten Hände von Wolfgang Corimma Rauschning und Birte Wallbaum hat die wunderbare Kostüme entworfen. Und ich freue mich sehr auf unsere Arbeit. So, dann haben wir die zweite Premiere der Saison findet dann am 19. Februar statt. Ich werde diesen Abend, das
und das macht mich unglaublich stolz, mit zwei herausragenden Choreografen teilen, Itziga Lilly und Douglas Lee. Wir alle kennen Itziga Lilly von dem diesjährigen Doppelabendtanz, da diese, wie gesagt, leider nur zweimal aufgeführt worden konnte, gab Itzig uns die Möglichkeit, sein explosives Gruppenstück Or in der kommenden Spielzeit noch einmal aufführen zu dürfen. Es wird, also ich kann es so einfach so erklären, so wie die Sahne auf einem Kuchen sein für uns. Und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei Itziga Lilly, dass er uns nochmal die Möglichkeit gegeben hat. Das zweite Stück des Abends stammt von Douglas Lee. Douglas ist ein internationaler, renommierter englischer Choreograf, der bereitet auch in Stuttgart Ballett, New York City Ballett, Zürcher Ballett und Netherlands Theater gearbeitet hat. Also Sie können sich merken, was so ein Kaliber wir haben mit Itziga Lilly und mit Douglas Lee bei uns im Haus geholt. Und er wird für unser Ballett den Los Play Dead kreieren. Ein Stück, das untersucht, wie verändern sich die Kindheitserinnerungen im Laufe eines Lebens. Gehen sie sogar verloren oder was passiert damit? Der dritte Teil und das letzte Teil dieses Abend ist einem Ausnahmekomponist des 20. Jahrhunderts gewidmet, Igor Strawinsky, dessen Todestag sich im April 2021 zum 50. Mal jährt. Wir haben beschlossen, ihm eine Quadrilogie zu widmen. Jedes Jahr werden wir eine weitere Ballett bearbeiten und präsentieren. Wir beginnen mit meiner Version von Petruschka, ein eindrucksvolles Ballett, in dem Realität und Fiktion vermischen. Und der Abschluss der Ballettspielzeit bildet traditionsgemäß der junge Choreografenabend, Freiträumen, das für mich unglaublich wichtig ist. Er gibt meinen Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit, die Seite zu wechseln und sich als Choreografen auszuprobieren. Die Premiere ist am 9. Mai im Theater Unterm Dach. Aber natürlich muss man sich nicht vergessen, und das ist das Wunderbare in einer Mehrsprache aus wie unsere, ist meine Kompanie auch im Musiktheater zu erleben. In Opern, Operetten, Musical können Sie Mitglieder des Ballett Ten Los noch mal ganz anders erleben, als was in unseren Balletten. Ich hoffe, ich könnte Sie neugierig machen auf die neue Spielzeit. Ich freue mich, und Sie auf unsere Tanzreise mitzunehmen. Vielen Dank. Dazu würde ich auch gerne, Ivan, wenn du erlaubst, würde ich gerne zwei Sachen noch irgendwie sagen, was jetzt auch in Corona-Zeiten irgendwie leider wegfallen musste. Das eine sind die Nordhäuser Balletttage. Wir haben versucht, die wären jetzt dieses Wochenende gewesen, genau. Die wären gekommen jetzt dieses Wochenende. Die haben wir versucht, in die neue Spielzeit zu retten. Das hat aus dispositorischen Gründen überhaupt nicht geklappt, so ein richtiges Wochenende nochmals freizuschaufeln. Also von dem her ist das leider nicht möglich, dass ich mir, aber in der übernächsten Spielzeit machen wir das dann. Eine andere Sache ist auch, dass Sie nicht denken, wir haben einen Fehler gemacht. Es ist die 5. Spielzeit von Ivan Alboresi, aber es sind die Freiträume 4, die in der 5. Spielzeit kommen. Das ist natürlich genau dasselbe. Corona-bedingt mussten die Freiträume 4 jetzt, die gekommen wären in diesem Frühjahr, müssen ausfallen. Und darum holen wir die Freiträume 4 in der kommenden Spielzeit nach. Also, das vielleicht noch diese kleinen zwei Details. Herzlichen Dank, Ivan. Juliane Hirschmann wird das Schauspiel vorstellen, den Schauspielplan. Bitte sehr. Ja, hallo, guten Tag auch von mir. Ich freue mich, dass ich erstmals das Schauspiel vorstellen kann, das von unserem Kooperationstheater aus Ruderstadt kommt. Es werden 3 Stücke in der kommenden Saison hier auf der großen Bühne zu sehen sein. 3 Stücke, die insgesamt ein sehr breites, buntes Spektrum bieten. Wir haben einmal eine klassische Tragödie, eines der bedeutendsten Dramen überhaupt. Dann gibt es eine zeitgenössische Komödie, die eine moderne Paarbeziehung aufs Korn nimmt. Und schließlich können Sie eine bekannte romantische Komödie sehen. Eine Komödie, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein Dauerbrenner auf den europäischen Bühnen ist. Wir beginnen ab dem 9. Oktober mit William Shakespeares Hamlet, seinem berühmtesten Bühnenstück.
In dessen Mittelpunkt steht der dänische Prinz Hamlet, der sich berufen fühlt, den Tod seines Vaters, des einstigen Königs von Dänemark, zu rächen. Er ist umgebracht worden durch den Onkel Hamlets, durch den eigenen Bruder des Königs. Es ist ein zeitloses Stück, ein Politthriller, ein Psychodrama, eine Familientragödie. Das Stück wirft allgemein menschliche Fragen auf und ist heute ebenso aktuell wie damals. Es ist ein Stück voller innerer und äußerer Spannungen. Es zeigt eine aus den Fugen geratene Welt, was sinnhaft zusammengefasst ist in dem Stück mit dem berühmten Satz, etwas ist faul im Staate Dänemark. Dennoch liegen, wie so oft bei Shakespeare, Komödie und Tragödie hier auch eng beieinander. Mit diesem bewegenden Stück eröffnen wir die Saison im Schauspiel. Wir haben die Premiere am 9. Oktober und dann noch 4 weitere Vorstellungen. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler wie Anne Kies, die Ophelia spielt, in die sich Hamlet unglücklich verliebt. Anne Kies ist schon sehr lange am Theater Ruderstadt engagiert, bei Ihnen bestimmt auch bekannt. Sie war zum Beispiel in der letzten Spielzeit zu sehen in dem Stück Die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Dann haben wir auch einen langjährigen Schauspieler vom Theater Ruderstadt, den Markus Ostberg, der den Geist des ermordeten Königs spielt. Er war zuletzt in Stonk zu sehen als Fritz Knobel, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Als Hamlet haben wir Philipp Haase, den Sie auf dem eingeblendeten Bild sehen konnten, mit dem Totenschädel in der Hand. Im Februar geht es weiter mit einem heutigen Stoff, nämlich der Komödie »Der dressierte Mann«. Das Stück von John von Düffel, uraufgeführt 2011, basiert auf den Thesen des Buches »Der dressierte Mann« von Esther Villar aus dem Jahre 1971. Dieses Buch war seinerzeit eine provokante Abrechnung mit der damaligen Frauenbewegung, vor allen Dingen Alice Schwarzer. Villars Hauptthese lautete, nicht die Frauen, sondern die Männer seien das unterdrückte Geschlecht. Und die Thesen in diesem Buch sorgten also für sehr viel Zündstoff und haben auch Widerstand hervorgerufen, auch gegenüber der Autorin Esther Villar. Der deutsche Dramaturg und Schriftsteller John von Düffel entwickelte aus diesem Buch oder aus den Thesen eine ebenso turbulente und unterhaltsame wie auch durchaus tiefgründige Geschichte über ein modernes Paar aus unserer Zeit, ein modernes Paar im 21. Jahrhundert. Ein Paar, das sich dann doch die Frage stellt, wie gleichberechtigt sind wir eigentlich? Ein gemeinsames Candlelight-Dinner von Helen und Bastian, in dem Bastian seiner Freundin einen Heiratsantrag machen möchte, gerät zum Desaster, als sie ihm erzählt, dass sie in ihrem neuen Job 10-mal mehr verdienen wird als er. Helen und Bastian werden verkörpert durch 2 Schauspieler, die hier in Nordhausen auch eigentlich wohl bekannt sind, nämlich Laura Bettinger und Johannes Geißer. Beide waren prominent besetzt, zum Beispiel als Hauptrollen in Die Räuber von Schiller. Premiere ist am 5. Februar und auch hier gibt es dann 4 weitere Vorstellungen. Am 16. April erleben wir einen Helden auf der Bühne, der aufgrund seiner ausgeprägten Nase große Berühmtheit erlangte, nämlich Cyrano de Bergerac. Der französische Theaterschriftsteller Edmond Rostand hat diese Figur am Ende des 19. Jahrhunderts in seinem romantischen Versdrama in den Mittelpunkt gestellt. Der Titelheld hat nicht nur eine große Nase, sondern auch ein ausgewiesenes dichterisches Talent. Er leidet unter seiner großen Nase, ist Spott ausgeliefert und er ist auch bei den Damen etwas schüchtern. Als er sich in seine Cousine Roxane verliebt, versteckt er seine Gefühle. Allerdings schreibt er Liebesbriefe, aber nicht unter seinem eigenen Namen, sondern unter dem Namen dessen, der auch sich in Roxane verliebt hat, nämlich Christian, der Cyrano mit seinem dichterischen Talent um Hilfe gebeten hat. Mit Erfolg, Christian und Roxane finden auch dann später zueinander. So kann also Cyrano seiner Liebe zu Roxane doch Ausdruck verleihen und Roxane wird aber erst spät, sehr, sehr spät, viele, viele Jahre später erfahren, wer der eigentliche Urheber dieser Briefe gewesen ist. Es ist die Geschichte um einen bekannten Ghostwriter, ein Meisterwerk über Liebe, Selbstverleugnung, Lebensmut, ein Stück, in dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. Die titelgebende Hauptfigur spielt Markus Seidensticker, der hier am Theater Nordhausen auch
bekannt ist. Er hat in dieser Spielzeit mit Erfolg Heinz Erhard auf die Bühne gebracht, in dem Heinz Erhard-Abend zu Beginn dieser Spielzeit. Und auch hier gibt es nach der Premiere dann 4 weitere Vorstellungen. Ja, wir haben noch ein weiteres Schauspiel von unserer Seniorentheatergruppe Die Silberdisteln. Und hier übergebe ich dann das Wort an meine Kollegin Eva Lankau, die die Gruppe leitet und die auch das Stück auf die Bühne bringt, von dem sie jetzt kurz was erzählt. Dankeschön, liebe Juliane. Ja, hallo von mir. Ich bin als kommissarische Leiterin des Jungen Theaters nicht nur für junge Leute zuständig, sondern eben seit einem Jahr auch für die älteren Semester. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass meine Silberdisteln und ich die Produktion, die eigentlich in wenigen Tagen Ende Mai Premiere feiern sollte, in der nächsten Spielzeit präsentieren können. Am 21. März wird die Premiere sein von Lauter schwarze Schafe, eine sozialkritische Komödie von Jens Exler und Silke Keims über das sich wehren und das sich behaupten und das Erkämpfen von Freiräumen. Als schwarze Schafe bezeichnet man ja Menschen, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft leben, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder nicht in gewohnten Strukturen funktionieren. Und was passiert, wenn deren Zufluchtsort, in unserem Fall eine Kneipe, angegriffen wird, das erleben Sie am 21. März im Theater unterm Dach. Wir freuen uns auf Sie und ich übergebe wieder an Daniel. Ja, herzlichen Dank, Juliane und Eva. Wenn Sie sich das Bild angucken, was da neben den lauter schwarze Schafe, die sind tatsächlich fast alle schwarz gekleidet, ist ganz in der Mitte ist die Vorgängerin von Juliane Hirschmann und Eva Lankau zu sehen, nämlich unsere liebe Anja Eisner. Sie war ja früher Chefdramaturgin, bevor Juliane sie beerbt hat in dieser Funktion. Und sie war, wie gesagt, ja auch die Leiterin der Silberdisteln, bevor Eva Lankau sie beerbt hat. Und ich bin einfach unglaublich glücklich, dass sie hier immer so noch zur Theaterfamilie dazugehört. Auch über dieses Foto, das erspart mir auch das Erinnerungsfoto auf meinem Schreibtisch. Also von dem her ist es eine ganz schöne Sache, dass sie uns hier so in dieser Art und Weise erhalten geblieben ist. Ich blättere eine Seite weiter und da sehe ich so einen fröhlichen Dirigenten, der unser Leben unglaublich bereichert seit 3,5 Jahren. Jetzt ist er gerade mal in der Corona-Pause. Michael Helmrath, wir freuen uns auf deine Konzertvorstellungen jetzt. Ja, dann will ich aber zunächst den Ball aufgreifen, den du mir vorhin so zugeworfen hast, was Tristan angeht. Als die Pläne ruchbar wurden, dass wir Tristan machen wollen, hast du von Ohnmachtsanfällen gesprochen, die den einen oder anderen überfallen haben mögen. Das war bei mir nicht der Fall, aber ich glaube, dass mein Mund doch eine ganze Weile offen stand nach der Verkündigung. Was daran liegt, dass man vor diesem Werk den allergrößten Respekt haben muss. Auch wenn es nur ein Kammerstück ist auf der Bühne, nicht so viele beschäftigt sind, ist es doch ein ungeheuer intensives Stück. Ich kenne kein Werk, das so intensiv ist. Es ist eigentlich, und das merke ich jetzt täglich, da ich mit dem Werk gerade umgehe und meine Nase tief in die Partitur stecke, eine Droge. Und wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann ist man wirklich dem Wahnsinn nahe. Das ist so. Also man kann das nicht einfach irgendwie so an sich vorbeiziehen lassen, man kann es nicht nur kulinarisch nehmen, sondern es ist ein Stück, das einen in jeder Beziehung packt, auch wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es am Ende ja nicht, wie in vielen Opern, so durch die nicht geht um die Erlösung durch die Liebe, sondern eher eine Erlösung von der Liebe. Eine Erlösung von allem Weltlichen, von dem Tag. Das Stück war so anspruchsvoll von Anfang an, dass Wagner gesagt hat, ich habe jetzt sein Zitat nicht vorbereitet, ich gebe mal wieder, was er gesagt hat mit meinen Worten, er hofft auf Unzulänglichkeiten bei den Aufführungen, denn eine perfekte Aufführung dieses Werks sei überhaupt nicht auszuhalten. Ivan, wir werden uns bemühen, ja? Alles. Anspruchsvoll ist es natürlich auch für das Orchester. Wir hatten ein anderes anspruchsvolles Werk, das meine erste große Oper war, als ich hierher kam, das war Salome. Und ich war ganz stolz auf dieses Orchester, wie es diese schwere Aufgabe bewältigt hat.
Tristan ist vergleichbar, allerdings fast dreimal so lang. Das heißt, wir werden einige Arbeit daran haben und mal sehen, wie weit wir dem Wahnsinn verfallen dabei. Wenn ich zu den Sinfoniekonzerten komme, dann werde ich ausnahmsweise mal ein bisschen näher die einzelnen Programme besprechen. Wir haben natürlich aufgrund der Situation, die uns jetzt bestimmte Verbote auferlegt hatte in der Vergangenheit, die Spielzeit neu gedacht, nicht nur im Musiktheaterbereich, auch im Sinfoniekonzertbereich. Und wir haben im ersten Sinfoniekonzert uns vorgenommen, ein Programm zu wiederholen, das uns schon einmal nicht zur Aufführung gekommen ist. Das war eine ganz eigenartige Situation. Das war, als gerade die Beschränkungen, die Hygiene- und die Abstandsbeschränkungen und so weiter anfingen. Wir probten das Sinfoniekonzert. Das ist ja dann immer samstags in Sondershausen, sonntags in Nordhausen. Und schon am Donnerstag hieß es, das wird schwierig. Möglicherweise erlaubt uns Sondershausen nicht aufzuführen, weil die eine Beschränkung von 50 Menschen haben bei Versammlungen. Dann haben wir am Freitag es noch geschafft, eine Zauberflöte-Vorstellung zu spielen, hier in diesem Haus. Die letzte Vorstellung vor der Corona-Pause war das. Und während dieser Vorstellung ereilte uns dann die Nachricht, dass auch das Konzert in Sondershausen, in Nordhausen nicht stattfinden kann. Also wir haben es geprobt, es kam bis zur Generalprobe, wir durften es nicht aufführen. Wir werden das nachholen im ersten Sinfoniekonzert. Und dieses Konzert hat die achte Dvorak als Hauptwerk, das gewohnt musikantische Stück, unkonventionell, aber in loser Form komponiert mit überbordenden Einfällen, statt symphonisch-thematischer Arbeit, das ist ihm auch vorgeworfen worden, aber der Zuhörer wird so belohnt durch diese Fülle an reizvollen Themen und Melodien, dass man diesen Makel dankbar hinnimmt. Wird kombiniert mit einem Stück von Sibelius, Ensaga. Er schreibt selber dazu, Sagas Musik gibt Stimmungen wieder und warum nicht verschiedene Phasen in einer Sage, zu welchem jeder Zuhörer einen Inhalt dichten kann. Das ist wunderbar, weil Musik so ambivalent ist und man hört eine Stimmung, man hört eine Atmosphäre und man dichtet sich seine eigene Geschichte. Bei dem nächsten Werk geht es nicht. Das ist Don Juan von Richard Strauss. Eine Tondichtung mit einer klar definierten Haltung und Strauss' Fähigkeit, jedes Detail einer Geschichte, eines Geschehens musikalisch zu zeichnen. Er hat mal gesagt, es gibt viele Komponisten, die ein Glas Bier komponieren können. Bei mir hört man aber, ob es Pilz ist oder ein Helles. Also er ist unglaublich genau, bis hin zu drastischen und nicht ganz jugendfreien Schilderungen der Liebesszenen des Don Juan. Im zweiten Sinfoniekonzert ehren wir Max Bruch, der seinen 100. Todestag hat im November. Max Bruch ist ja mein Vorgänger in Sondershausen und ein Komponist, der vor allem durch sein zweites Violinkonzert so große Popularität gewonnen hat. Er war ein sehr konservativer Mensch, ein ganz konservativer Musiker. Und wir wollen ihm in dem Konzert zum einen eine Freude machen, dadurch, dass wir zwei seiner Werke aufführen, nämlich eben dieses Violinkonzert, als auch das Ave Maria für Cello und Orchester, als auch ein Werk von Johannes Brahms, seine zweite Serenade in A-Dur, weil Max Bruch ein großer Brahms-Verehrer war. Wir wollen ihn aber auch ein bisschen ärgern, weil Max Bruch war wirklich ein Gegner dieser jungen Wilden, die auch in Sondershausen auftraten und deren Werke gespielt wurden, wie Wagner, Berlioz und Liszt. Und wir werden aus Tristan das Vorspiel und den Liebestod in dieses Programm auch mit aufnehmen und auch eine Uraufführung eines ganz jungen Komponisten. Ob es ein Wilder ist, entscheidet der Zuhörer. Das ist ein Werk von Romeo Vex mit dem Titel Frühlingslicht. Im dritten Sinfoniekonzert lassen wir uns ein bisschen frische Luft um die Nase wehen. Wir gehen ins Freie, bildlich gesprochen, mit Beethovens Pastorale, mit diesen wunderbaren Naturschilderungen, mit einem spätimpressionistischen Werk von Lili Boulanger, Der Matin de Printemps, als Werk einer Komponistin, die noch nicht so ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit wieder ist. Und dann haben wir dieses wunderbare Stück von Eno Johanni Rautavaara, Cantus Arcticus, das ist ein Stück für Vögel und Orchester.
Und natürlich aus tierschützerischen Gründen und auch um die Kleidung unserer Konzertbesucher nicht zu gefährden, haben wir keine wirklichen Vögel, die herumflattern, sondern die Vogelstimmen werden eingespielt. Und auch in dem Konzert gibt es eine Uraufführung, nämlich von Giordano Bruno di Nascimento, ein Werk mit dem Namen Symbiont. Man muss dazu sagen, das sind Uraufführungen, alles der Preisträger, auch von Bono Vex, der Thüringer Landesmusikakademie. Dort gibt es einen Wettbewerb jedes Jahr. Die Komponistinnen und Komponisten senden Werke ein, Kammermusikwerke, und wir vergeben Preise, die darin bestehen, dass Werke aufgeführt werden. Und wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, den Komponisten das Programm mitzugeben, in das das Stück eingebaut werden soll, sodass die ein bisschen eine Peil haben, wohin die Richtung gehen soll. Bei Bruno di Nascimento ist es, mal offen weiß ich noch nicht, ich habe nur die Partitur bisher kurz gesehen, lasse mich überraschen. Im vierten Sinfoniekonzert haben wir einen Gastdirigenten. Und jetzt wäre vielleicht Gelegenheit, dass wir das Geheimnis lüften und dass Pavel Balev sein Schild umdreht. Der Hintergrund dabei ist, soll ich das erzählen? Ja, unbedingt. Der Hintergrund dabei ist, dass ich nun 2016 hier angefangen habe, also jetzt 4 Jahre hier bin. Eigentlich sollten es 2 Jahre sein. Und dann war aber die Arbeit so schön und war auch fruchtbar, glaube ich, und erfolgreich und erfreulich. Die ganze Stimmung an dem Haus war wunderbar und ich wurde recht schnell gefragt, ob ich länger bleiben möchte. Ich habe mich gern darauf eingelassen und einen Vertrag gemacht, der zunächst einmal bis zum Sommer 2021 geht, also bis zum nächsten Jahr, bis zum Ende der Spielzeit, über die wir jetzt reden. Und dann kam die Frage, wie es weitergeht, und ich habe gesagt, ich möchte mich gerne zurückziehen. Nicht, weil ich das hier über wäre, nicht, weil ich die Leute nicht mehr sehen könnte, nicht, weil es mir keine Freude macht, sondern weil es sehr kraftzehrend ist und ich den 70 näher bin als den 60 und auch nicht mehr wollte, dass ich als Tattergreis hier stehe und ein mitleidenswertes Bild abgebe. Also habe ich gesagt, ich möchte mich gerne zurückziehen, und dann haben wir gesprochen, wie das am besten gehen kann. Und es war so, dass der Wunsch deutlich wurde, dass ich dem Haus noch ein bisschen erhalten bleibe. Und wir haben eine Konstruktion gefunden, nachdem meine Position als Generalmusikdirektor, das ist dieser pompöse und ein bisschen lächerliche Titel, es tut mir leid, heißt nun mal so, dass der von jemand anderem ausgefüllt wird. Und das ist Pavel Balev. Hier sitzt er, schauen Sie sich gut an, merken Sie sich den Namen, Sie werden ihn häufiger sehen. Ich werde dem Haus als erster Gastdirigent, ich glaube, so würde man es nennen, ich weiß gar nicht genau, was für ein Titel, ich habe es nicht so mit den Titeln, mir dazukommt, und würde das ein oder andere Konzert dirigieren, auch mal eine Oper, aber eben sehr, sehr, sehr reduziert, nicht vergleichbar mit dem großen Verantwortungsbereich, den ein Generalmusikdirektor hat. Und Pavel Balev wird auch in der kommenden Spielzeit schon ein Sinfoniekonzert bei uns dirigieren. Ich kenne Pavel Balev viele Jahre. Ich habe ihn zu meinem alten Orchester in Brandenburg eingeladen, er mich zu seinem in Baden-Baden. Ich schätze ihn sehr, und er hat in der vergangenen Spielzeit ein wunderbares Sinfoniekonzert hier dirigiert mit der neuen Sinfonie aus der Neuen Welt von Dvorak und der Moldau unter anderem. Und dann, als die Idee aufkam, er könnte mein Nachfolger werden, wurden auch die Musiker gefragt, und mit einem ganz nordkoreanischen Ergebnis haben die sich sehr erfreut gezeigt. Ja, ich muss vielleicht ganz kurz, vielleicht auch den Perspektivwechsel irgendwie ganz kurz irgendwie einnehmen und ganz zurückblättern in die Zeit, als Markus Frank diesem Haus quasi überraschend über Nacht sich wegbewegen wollte. Damals war es so, dass ich Michael Helmrath irgendwie angerufen habe und wir das auf die Schnelle, weil das Vertrauen, gegenseitige Vertrauen, man hat sich gut gemocht. Und in dieser Manier bin ich ans Orchester getreten, an die Gesellschafter, und habe gesagt, das hat so gut geklappt, lass es uns doch so machen, dass wir eine Person finden, die passgenau zu Michael Helmrath passt, den wir nicht verlieren wollen. Das Orchester war auch absolut dieser Meinung, der passgenau dazu passt, der
eventuell gar nicht nach Sondershausen, Nordhausen kommen könnte, weil er so viel international unterwegs ist, aber weil es diese reduzierte Aufgabe ist, dass wir ihn gewinnen können. Dann haben wir alle hier, Michael kannte ihn schon länger, haben wir alle Pavel Balev kennengelernt in dieser 9. Dvorak. Und um ganz ehrlich zu sein, seit dem Moment gab es für mich nur Pavel Balev, der in Frage kommt, genau das auszufüllen, auf demselben Niveau weiterzugehen, das Orchester weiterzubringen. Wir haben dann einmal telefoniert und Pavel Balev hat mir gesagt, total reizvolle Idee, würde ich wahnsinnig gern machen, schaffe ich nicht. 6 Monate später vielleicht habe ich gedacht, ich versuche es wieder. Ich habe nochmals angerufen und habe gesagt, Sie kriegen überhaupt leider nicht mehr Gage, Sie kriegen auch kein Diensthandy, Sie kriegen, aber wir wollen Sie wirklich unbedingt haben. Damals war es schon das Gespräch mit dem Orchester, die Idee wurde auch den Gesellschaftern vorgetragen, weil es doch ein ungewöhnlicher Weg ist. Und so hat er irgendwann, konnten wir ihn seinen Fuß einbetonieren in Sondershausen. Ab der Spielzeit 21/22 wird er Generalmusikdirektor und es sind wie zwei Puzzleteile, die ein gesamtes Bild ergeben. Michael Helmrath, den wir nicht verlieren wollten, und Pavel Balev, der die Funktion, diese kräftige Funktion ausfüllen wird. Und wie gesagt, nordkoreanische Verhältnisse im Orchester ist ein ungewöhnlicher Weg, den wir da beschritten haben in der Erfindung eines GMDs. Und wenn Sie sich jetzt einfach ein bisschen vorstellen könnten, genau, Herr Balev, wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie auch hier sind, dass Sie den Termin möglich gemacht haben. Und wenn Sie zu wenig sich in Ihrer Biografie austoben wollen, würde ich sonst dann noch was dazu sagen, weil er ist wirklich ein absolut international gefragter Mann. So, ja, danke. Guten Tag auch von mir. Danke, dass ich auch heute hier sein durfte und danke für die Einladung. Wie Sie das jetzt alles beschrieben haben, da sind die Erwartungen recht groß. Und ich hoffe nur, dass ich durch meine Verpflichtung hier diese Erwartungen jetzt erfüllen kann. Es ist ein bisschen lustig, wenn man das jetzt einfach sagen kann. Ich kenne Herr Helmrath deutlich länger als er mich. Ist sowas ergibt sich auch ab und zu mal. Ich durfte ihn sogar noch damals als Student erleben, wie er ein Konzert mit Münchner Philharmoniker dirigierte. Und damals habe ich schon, das ist ja etwa 25 Jahre her, noch damals ihn als Dirigent und als Musiker bewundert. Und irgendwann haben wir hier auf dem deutschen Boden auch den Draht zueinander gefunden. Und dass die Idee überhaupt gekommen ist, ehrt mich natürlich sehr. Und ich bin sehr, sehr dankbar auch an Herrn Kleiner, dass er auch diesen ungewöhnlichen Weg geschlagen hat und dass er auch dran geblieben ist. Das war so überzeugend, auch wie er sich die Sachen vorstellt, dass ich eigentlich zu einem bestimmten Moment nicht mehr Nein sagen konnte. Ich hatte mich auch von ihm überzeugen lassen, dass das ein guter Weg ist. Und ich suchte ehrlich gesagt auch etwas wie das, was ich gerade hier finde, weil ich etwa 13 Jahre ein Chef von einem Sinfonieorchester bin und bin aber immer dem Musiktheater treu geblieben. Und da habe ich immer als Gast Ballettproduktionen und Opernproduktionen immer wieder dirigiert. Und weil ich ursprünglich vom Theater komme, ich habe einige Kapellmeisterpositionen davor gehabt. Okay, dafür, dass ich vorher auch einige Kapellmeisterpositionen im Deutschen Theater hatte, hat mich wieder gereizt, zurück ans Theater. Und diesen Schritt finde ich jetzt sehr, sehr reizvoll und sehr gut. Wie gesagt, die Arbeit mit dem Orchester fand ich sehr, sehr erfolgreich. Es ist ein Orchester, was sehr viel anbieten kann und sehr große Musikfreude hat und eine tolle Vorbereitung vom ersten Probe gezeigt hat. Und da konnten wir natürlich sehr schnell darauf aufbauen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Arbeit in dieser Kombination mit Herrn Kleiner und mit Herrn Helmrath zusammen eine gelungene Kombination sein wird. Und da freue ich mich natürlich sehr auf diesen Aufgaben.
Zu mir als Person bin gebürtiger Bulgare, seit etwa 25 Jahren in Deutschland. Studiert habe ich in Weimar, also ich komme jetzt eigentlich tatsächlich aus der Nähe. Weimar war immer ein Traum für mich und in Weimar durfte ich Orchesterdirigieren studieren, dann über Stationen Rostock, Halle, Baden-Baden. Jetzt die vierte Station wird jetzt Sondershausen und Nordhausen sein. Ja, und inzwischen auch, glaube ich, viel Theatererfahrung gesammelt, Opernerfahrung gesammelt und ich dirigiere sehr gerne Ballette. Vielleicht habe ich, seit ich professionell dirigieren mache in Deutschland, eigentlich jedes Jahr eine Ballettproduktion dirigiert. Es hat sich auch viel Repertoire so entwickelt und natürlich auch Oper. Also ich fühle mich sehr wohl in alle drei Richtlinien sehr zu Hause. Ballett, Oper und symphonisches Repertoire. Und das empfinde ich momentan als eine Seltenheit. Alle drei Sachen sind mir genauso wichtig und ich unterschätze weder die Arbeit nur beim Sinfonieorchester noch die Arbeit nur beim Ballett oder Opernhaus. Diese Kombination ist selten und ich liebe es. Also ich glaube, dass ich damit etwas auch von mir aus soweit an Erfahrung und meine musikalische Leidenschaft zum Musiktheater damit dem Hause auch etwas geben kann. Insofern schaue ich ganz optimistisch und sehr zuversichtlich und ich bedanke mich nochmal für dieses große Vertrauen, was Sie mir jetzt schenken. Danke. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir kommen gleich dann nachher nochmals zum Konzertteil. Ich sehe klar, also wir haben ja nur einen kleinen großen Ausflug gemacht. Ich möchte irgendwie ganz kurz mich nochmals beziehen auf das, was ich ganz am Anfang ausgeführt habe. 1,5 Jahre Vorlauf jeweils. Und so sieht es auch aus, dass wir gerade in der Planung sind, der Spielzeit 21/22, Die nächste liegt vor uns, aber das wird auch heute Abend, wird das dann weiterführende Gespräche geben, auf die ich mich natürlich auch sehr, 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 sehr freue. Ja, Michael. Ja, Pavel Barev wird das vierte Sinfoniekonzert dirigieren, passend zur Jahreszeit, das ist im März, glaube ich, kann das sein? Genau, die Frühlingssinfonie von Schumann und Mendelssohn Ouvertüre Ribla und Beethovens viertes Klavierkonzert. Und wir haben eine Zusammenarbeit mit der Musikhochschule in Weimar begonnen, von der Meisterklassenstudenten ihr Konzertexamen bei uns absolvieren. Das wird da auch so sein. Florian Glemser ist der Solist, der im vierten Klavierkonzert von Beethoven hier auftreten wird und gleichzeitig sein Konzertexamen ablegt. Das Gleiche gilt für das fünfte Sinfoniekonzert. Da ist es eine Bratscherin. Ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Nisa Nibrian, ich weiß gar nicht. Also, ich bitte um Entschuldigung, Sie können es nachlesen, ja. In einem böhmischen Programm das Martinu-Konzert spielen wird. Und wir haben auch einen Gastdirigenten wieder und wir freuen uns auf Gabor Hontvari, ein mehrfacher Preisträger, der in das Programm des Deutschen Dirigentenforums aufgenommen wurde. Es geht dort um Musik von Dvorak, Martinu und Janáček. Und dann haben wir also ein paar, sind wir in Böhmen und in Mähren. Und das sechste und letzte Sinfoniekonzert ist ganz Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet. Solisten des Lohorchesters werden dort auftreten mit der Sinfonia Concertante für Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Und mir eine Herzensangelegenheit, Mozart, eine Spielzeit ohne Mozart ist für mich unvorstellbar. Er muss immer wieder dabei sein. Und ein ganzes Programm kann man nicht mit jedem Komponisten machen, aber mit Mozart schon immer. Und mit welchem Komponisten könnte man die Sinfoniekonzertsaison auch schöner beenden als mit Mozart. Ein Wort zu den Lohkonzerten, nicht im Detail. Aber bei den Lohkonzerten gibt es im Februar eine Wiederbegegnung mit meinem Vorvorgänger Hiroaki Masuda, der seine Zuneigung zu unserem Orchester bei der 400-Jahr-Feier so bewegend zum Ausdruck gebracht hat. Und auch Daniel Kleiner nimmt den Taktstock wieder in seine Hand im Mai mit einem Konzert im Rahmen der Liszt-Biennale.
Ein Konzert dirigiert unser erster Kapellmeister Henning Ehlert mit einem weihnachtlichen Programm. Und ein Konzert leite ich, das ist das Abschlusskonzert des Meisterkurses der Thüringer Musikakademie, ein Flötenkurs in dieses Jahr, mit meinem ehemaligen Kollegen Michael Kofler, Soloflötist der Münchner Philharmoniker, neben dem ich viele Jahre, 14 Jahre oder so gesessen habe. Er kam nach mir. Ich war 20 Jahre dort. Und wir haben eine ganze Zahl von Konzerten, Reisen und dergleichen zusammen gespielt. Und er ist auch Professor für Flöte an der Musikhochschule in Salzburg. Es gibt natürlich auch wieder Schlosskonzerte, 3 Stück, und etliche Sonderkonzerte wie Weihnachtskonzert, Neujahrskonzert, Faschingskonzert und ein Konzert als Reverenz mit Musik, als Reverenz für Freddie Mercury mit seiner Musik und der Musik von der Gruppe Queen. Und auch Kammermusik gibt es wieder an verschiedenen Veranstaltungsorten. Es ist immer schön, wenn sich Musiker zusammenfinden, aus dem Orchester Kammermusik zu machen und man es dann nicht nur einmal spielt. Man arbeitet da lange dran hin und wir freuen uns, dass es grundsätzlich 3-mal stattfinden kann, nämlich einmal in der Kruziskirche, in Sondershausen, im Kunsthaus Mainburg in Nordhausen und im Schloss Heringen. Und es wird auch wieder ein Familienfest im Haus der Kunst in Sondershausen geben, nach dem großen Erfolg des letzten Jahres mit allerlei Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Auch Kissenkonzerte für die Kleinsten werden fortgeführt, Orchesterwerkstätten und dergleichen alles. Und hoffen wir, dass wir alle diese Vorhaben so wie geplant und gedruckt durchführen können. Wir freuen uns darauf. Ja, herzlichen Dank. Michael Helmrath und Pavel Balev, ganz herzlichen Dank. Hier sind wir auch ja online und es ist so, dass Fragen gestellt werden können online. Die Presse wird vielleicht nachher im Anschluss an diese Pressekonferenz Fragen stellen können. Auf einige würde ich gern jetzt schon eingehen, auf einige Online-Fragen. Wir kriegen ganz viele Komplimente, Grüße und Wünsche und viele Leute nehmen Anteil. Wir sind da richtig gut besucht. Eine Frage zur Theaterkasse und ob da wieder Kartenverkauf ist, da komme ich später dann dazu. Das ist eine Frage von Leonie Deitemeyer. Aber da wird gefragt auch, was wird denn das diesjährige Weihnachtsmärchen sein? Das wird jetzt dann gleich Eva Langkau wird das beantworten. Diese Frage kommt von Katharina Winter. Aber eine ganz interessante Frage ist, die auch so ein bisschen einen Aufruhr verursacht hat. Wer wird Tristan und Isolde die Hauptpartien singen? Genau, und da wird irgendwie gesagt, die Info gab es noch nicht. Die liefern wir natürlich gerne nach. Ja, Annette. Danke, sehr gerne. Also Sie können sich vorstellen, dass wir sehr viele Vorsingen hier hatten von Sängerinnen für Isolde und für Tenöre für Tristan. Wir haben mit Agenturen aus eigentlich ganz Europa zusammengearbeitet. Es kamen auch Sänger und Sängerinnen aus ganz Europa. Und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Es gibt jetzt eine Besetzung oder schon seit einigen Wochen. Die Isolde wird Frau Kirstin Scharpin singen und den Tristan Herr Alexander Schulz. Kurvenal. Kurvenal. Kurvenal ist Uwe Schenker-Primus, der aus Weimar, vom Nationaltheater in Weimar kommt. Und unsere Haus-Mezzosopranistin Caroline Schumann wird Prangäne singen, was natürlich auch eine tolle Sache ist, dass wir auf so einer prominenten Partie ein Hausmitglied besetzen können. Es gibt da noch kleinere Partien, es wird auch noch Kyung-Han Seo dabei sein, es wird Philipp Franke dabei sein und in einer weiteren großen Partie, in der Basspartie des oder Bassbariton-Partie des König Marke, werden Sie Thomas Kohl erleben. Wunderbar, herzlichen Dank. Zum Konzertteil möchte ich auch ganz kurz nur noch die kleine Anmerkung machen. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Es gibt ganz viel Kleingedrucktes und das Kleingedruckte sind Konzerteinführungen. Es gibt so ganz viele kleine Kirschen auf der Torte, die machen irgendwie die Torte nicht aus, aber sie sind einfach ein ganz wichtiger Teil. Freier Eintritt für Schüler, die der Förderverein bezahlt, mit Kindern ins Konzert, das ist auch so ein Begleiten der Kinder in einem der Konzertteile und den anderen besuchen sie dann. Da gibt es irgendwie ein paar schöne Nebenprojekte und Nebenkriegsschauplätze, die ich auch ganz Ihnen ans Herz legen möchte. Wir sind beim Jungen Theater. Eva Langkau, kommissarische Leiterin des Jungen Theaters. Was hast du vor? Ja, hallo, nochmal zurück von mir. Wir haben viel vor im Jungen Theater. Wir beginnen
die nächste Spielzeit mit einer verschobenen Premiere aus dieser Spielzeit. Ich bin ganz froh und glücklich, dass wir das Tanztheaterstück »Ich bin die Sehnsucht in dir«, das in dieser Spielzeit dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, am 12. September präsentieren können im Theater unterm Dach. Daniela Bethke, die sich im Moment in Elternzeit befindet, hat mit 6 Darstellerinnen aus dem Jugendtheater an Techniken des Tanzes und der Bewegung gearbeitet. Und die 6 Damen haben sich natürlich auch Gedanken gemacht um den Sehnsuchtsbegriff. Was ist denn meine Sehnsucht als junge Frau heutzutage? Und diese gemeinsame Arbeit können wir uns zusammen anschauen am 12. September im Theater unterm Dach, was mich sehr freut. Das erste Kinderstück der kommenden Spielzeit im Jungen Theater wird ein musikalisches Märchen sein, nämlich die chinesische Nachtigall von Hans Christian Andersen. Da laden wir dann unsere jungen Zuschauer ab 5 Jahren ein, die wunderbare Geschichte einer ganz besonderen Nachtigall zu erleben. Der Kaiser von China entdeckt in seinem Reich einen Vogel, die Nachtigall, die kannte er noch nicht, und die singt so wunderbar und so schön. Und es stellt sich im Laufe des Stücks die Frage, ob dieser Gesang, diese Musik, auch künstlich erzeugt werden kann. Bühne und Kostüme gestaltet Birte Wallbaum, Ronald Winter führt Regie und wir sind ganz besonders froh, dass wir Elisabeth Hartschuh, die als Flötistin neu in unserem Orchester ist, gewinnen konnten, die Produktion live musikalisch zu begleiten. Premiere ist am 20. September im Theater unterm Dach. Ab dem 11. Oktober nehmen wir Effi Briest wieder auf. Das Erzähltheater Solo von Katrin Eppler nach Theodor Fontane ist auch in dieser Spielzeit schon sehr erfolgreich gelaufen. Und da der Themenstoff auch schulrelevant ist, freuen wir uns ganz besonders auf Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, mit Ihren Schulklassen, wenn wir die dramatische Geschichte der 17-jährigen Effi erzählen, die an den Ansprüchen der konservativen Gesellschaft im frühen 19. Jahrhundert als Frau scheitert. Und so tragisch diese Geschichte auch ist, es ist zwar ein Erzähltheater Solo, aber ich habe die Ehre, tatsächlich alle Rollen außer der Effi Briest zu spielen. Da sind also sehr viele Rollenwechsel. Und da drin liegt auch durchaus was Unterhaltsames und eine gewisse Komik, auch wenn die Geschichte natürlich sehr tragisch ist. Am 24. Oktober lädt der junge Zirkus Zappellini die ganze Familie ein zu einer Reise durchs wilde Tumultistan, das Land, wo alles drunter und drüber geht, in dem Menschen kopfüber von der Decke baumeln und Fahrräder nur noch ein Rad haben. Da wartet also ein wildes Spektakel auf Sie, auf uns im Theater unterm Dach unter der Leitung von Steffi Böttcher und Alex Jäger. Am 3. November bringt das Schauspielensemble aus Rudolstadt einen Märchenklassiker zu uns auf die große Bühne. Liebe Katharina, das war deine Frage. Das Rumpelstilzchen kommt als Weihnachtsmärchen ab dem 3. November ins Haus der Kunst in Sondershausen und ab dem 1. Dezember dann zu uns ins Haus auf die große Bühne. Und erzählt wird die Geschichte der berühmten Müllers Tochter, von der ihr Vater behauptet, sie könnte Stroh zu Gold spinnen. Das kann keiner, deswegen braucht sie auch die Hilfe des Rumpelstilzchens. Und Irene Bodischowski hat das Stück frei nach den Gebrüdern Grimm bearbeitet und ins Heute übertragen. Und das Stück zeigt mit poetischen Bildern und mit viel Musik, dass es im Leben um mehr geht als um Reichtum und Profit. Dann nähern wir uns ja konsequent der Weihnachtszeit. Und am 29. November laden wir zu Weihnachten unsere jungen Zuschauer ab 5 Jahren und die ganze Familie ein, unser Weihnachtsstück zu sehen, Das letzte Schaf von Ulrich Hub. Ulrich Hub ist die aktuelle Nummer 1 in der deutschen Kinderliteratur, auch im Kindertheater. Und sein Stück erzählt von 2 Schafen, die in der heiligen Nacht aufwachen und irgendwie den Anschluss verloren haben. Die wachen auf, sind alleine und stellen fest, dass ihre Hirten verschwunden sind. Auch alle anderen Schafe sind weg und sie treffen andere Tiere, die ihnen erzählen, dass ein ganz besonderes Kind gar nicht weit entfernt geboren sein soll. Und so machen sich die beiden Schafe auf den Weg durch die Nacht. Die Geschichte erzählt von Freundschaft, vom Zusammenhalten und vom Abenteuererleben in einer besonderen Nacht. Wieder hat Birte Wallbaum die Ausstattung über Bühne und Kostüme inne. Das Team des Jungen Theaters spielt für Sie und für euch unter meiner Regie. Am 14. Februar ist es dann soweit, der Theaterjugendclub präsentiert seine erste Premiere. Denn wir bieten ja hier im Jungen Theater auch jungen Leuten die Möglichkeit, sich die Bühne zu erobern. Und das Stück, das am 14. Februar Premiere feiert, heißt Nur Ophelia.
Jetzt haben wir vorhin schon gehört von dem berühmten Bühnenstück Hamlet von Shakespeare. Und zu der berühmten Theaterfigur Hamlet werden viele Ideen im Kopf haben. Aber die Figur der Ophelia ist im Vergleich dazu deutlich unbekannter, aber die ist viel, viel mehr als eine unwichtige Nebenfigur. Und in Nur Ophelia geht es tatsächlich nur um Ophelia. Und unter der Leitung von Ronald Winter setzen sich junge Darstellerinnen, die das gleiche Alter haben wie Ophelia, mit ihrer Geschichte auseinander und erzählen die Geschichte der Ophelia in 5 Akten, die da sind: Schönheit, Verliebtsein, Demütigung, Verzweiflung und Tod. Und natürlich wird der alte Themenstoff von jungen Frauen im Heute behandelt. Also werden sie sich auch damit auseinandersetzen. Was bedeutet denn Schönheit für mich heute? Oder Verliebtsein? Am 10. April kommt der junge Zirkus Zappellini mit dem Dschungelbuch auf die große Bühne. Und dabei handelt es sich um ein Zirkusabenteuer frei nach Richard Kipling. Und die Zappellinis führen uns durch eine Wildnis aus Purzelbäumen, Schlangenarmen und Stelzenpalmen. Das wird bunt und laut und ganz bestimmt ganz toll. Über Ostern werden die Frühlingsrollen für gute Laune sorgen. Da laden wir traditionell 2 bis 3 Gastspiele für Kinder ab 4 Jahren zu uns ein. Die entsprechenden Titel werden noch zeitnah veröffentlicht. Und am 8. Mai erobert dann der Theaterjugendclub die große Bühne und spielt unter meiner Regie Die Welle. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich in den 70er Jahren in Amerika zugetragen hat. Ein Lehrer möchte seinen Schülern im Geschichtsunterricht erklären, unter welchen gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen sich der Faschismus in Deutschland entwickelt hat. Aber seine Schüler nehmen das Thema nicht ernst, weil sie der Meinung sind, dass so etwas nie wieder geschehen wird. Die Schüler sind der Meinung, dafür sei der Mensch heutzutage viel zu aufgeklärt. Der Lehrer dringt nicht zu seinen Schülern durch und versucht es deswegen auf andere Weise. Er gründet eine Gruppe innerhalb von seiner Schulklasse, nämlich die Welle. Und die funktioniert nach 3 wichtigen Prinzipien. Macht durch Disziplin, Macht durch Gemeinschaft, Macht durch Handeln. Und diese 3 Prinzipien sorgen innerhalb von ganz kurzer Zeit dafür, dass diese künstlich konstruierte Gruppe einen wahnsinnig starken Zusammenhalt entwickelt, der auch über die Schule hinaus sich Bahn bricht. Es kommt zu Ausgrenzungen, es kommt zu massiven Übergriffen, sodass der Lehrer, der eigentlich mit einer sehr positiven Motivation in dieses Experiment gestartet ist, die Welle überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Auch für Schüler und Schulklassen sehr zu empfehlen, die Welle ab dem 8. Mai auf der großen Bühne in einer aktuellen Bearbeitung von mir. Denn es ist mir sehr wichtig, die Geschehnisse aus den 70er Jahren in Amerika nach Deutschland ins Hier und Heute zu verlagern und auch eine Sprache zu finden, die zur heutigen Jugend passt. Vom 10. bis zum 12. Mai öffnen wir alle zur Verfügung stehenden Bühnen für die Schultheatertage und laden alle Theatergruppen ein, die Lust haben, einen Arbeitsstand zu zeigen, die Lust haben zu zeigen, woran sie arbeiten, sich zu präsentieren. Und am 13. Juni hat dann der Theaterjugendclub Junior seine Premiere, unsere Kleinsten in der Altersgruppe 9 bis 14. In dieser Spielzeit oder in der nächsten Spielzeit vielmehr unter der Leitung meiner neuen Kollegin Sophie Rintelmann, unsere Theaterpädagogin. Und für diese Produktion lassen wir immer den Titel noch offen, denn wir finden es immer gut, wenn wir mit den Kids zusammen entscheiden können, was wollen wir spielen. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Aktionen und Geschehnisse, an denen das junge Theater beteiligt ist. Wir treffen uns wieder auf der Theaterwiese bei den Schlossfestspielen. Es gibt ein umfassendes pädagogisches Angebot. Es gibt wieder eine Ballettwerkstatt, es gibt eine Operettenwerkstatt, es gibt spannende Lehrerfortbildungen. Und in aller Ausführlichkeit finden Sie unser pädagogisches Angebot auf unserer Homepage und im Spielzeitheft. Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ja, herzlichen Dank, Eva Lankau, für diese Ausführungen. Ich möchte, wir wollen in 2 Minuten eigentlich am Ende sein. Ich werde es irgendwie kurz machen. Auf etwas möchte ich Sie beim Jungen Theater noch hinweisen. Wenn Sie sich gucken, wie viele Seiten in dieses Spielzeitheft, zum Beispiel das Musiktheater, das hat 22 Seiten Platz gekriegt hier. Sonderveranstaltungen, das hat irgendwie auch so seinen Teil, seine 22 Seiten. Das junge Theater ist Rekordhalter in diesem Heft und hat 26 Seiten. Also nur, dass Sie sehen, wie wichtig uns diese Sparte ist, das ist für uns wirklich ganz zentral. Es gibt hier eine kleine Frage. Wird Femke Sudenka bei 3 Musketiere nächstes Jahr die Lady de Winter noch singen? Hab's im Spielzeitheft gar nicht mehr gesehen.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie ich schon erklärt habe, die Komplexität, eine Produktion einfach ins nächste Jahr zu verschieben und so zu tun, als wäre die Geschichte einfach, das wäre einfach fahrlässig. Es ist so, dass wir dran sind, alles zu retten, was zu retten ist. Natürlich auch die Besetzungen. Frau Sutenka ist eine extrem gefragte Frau. Das wissen wir alle. Wir sind immer glücklich, wenn wir sie hier haben. Jetzt sind wir noch in der Terminkoordination. Und darum steht es nicht im Spielzeitheft. Alles, was im Spielzeitheft steht, wird so umgesetzt, wie es da steht. Wenn etwas nicht steht, ist es entweder Unsicherheit oder wir wissen es noch nicht oder wir wollen es nicht preisgeben. Es muss Corona dazwischen kommen, dass das nicht stattfindet, was in diesem Spielzeitheft steht. Also, auf alle Fälle, wir sind bei den Sonderveranstaltungen. Wir haben ein Theaterfest, was ganz anders sein wird dieses Jahr, weil wir den Theatervorplatz nicht haben. Dafür verlagern wir ganz viel ins Haus, irgendwie aus der Not geboren, aber das wird ein sehr, sehr schöner Nachmittag, wirklich von ganz unten vom Irodion übers Parkett, das große Haus, das Tut, alle Umgänge in den Foyers werden bespielt, also das ganze Haus, Theaterführungen, alles wird wunderbar sein. Aber wir gehen auch, was wir auf dem Theaterplatz nicht umsetzen können, nicht eins zu eins, aber wir gehen in die Stadt hinein, das Ballett wird bei der Bibliothek, wird so ein Training machen, ein Mitmachtraining, wird so eine kleine Show machen, wird da präsent sein. Das Orchester wird in kleinen Formationen links und rechts spielen, aus dem LKW des Orchesters werden sie Musik machen. Also es wird eine bunte Angelegenheit, darum heißt es auch, jetzt muss ich gucken, wo ich es habe, der Untertitel heißt dieses Mal Offen, bunt, anders. Genau. Wir haben dann Inszenierungseinführungen, das kennt man, die werden immer voller. Ich hoffe nicht, dass es wegen des Frühstücks ist, was wir anbieten, sondern dass man uns sehr, sehr gerne zuhört, wie wir die Stücke vorstellen. Wir haben einen Küchenklatsch, das ist ein Format, was super gut läuft. Wir haben Theaterführungen, und zwar nicht nur, Führungen, und zwar nicht nur im Theater, sondern auch im Haus der Kunst drüben. Und dann sind wir schon beim Service-Teil. Auch den möchte ich irgendwie kurz und knapp halten. Es gibt zwei Sachen, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, und zwar auf die Abo-Struktur. Wir haben Abos, die wir anbieten seit gefühlt Jahrzehnten. Aber das, was die Leute, glaube ich, nicht wissen, und wenn wir jetzt das Bild ganz kurz einblenden könnten, da gibt es eine Abo-Tabelle und rot markiert ist, was im Abo gespart werden kann. Das ist das Abo in der ersten Preisgruppe, das haben wir exemplarisch genommen, da können 41% gespart werden, wer ein Abo nimmt. Das bedeutet, wer bei 6 Vorstellungen dabei ist, 4 ausfallen lässt, hat immer noch gespart. Bei den 4 Vorstellungen, wo er nicht kann oder keine Lust hat, dann schickt er seine Freunde. Oder Feinde, je nachdem, ob er die Sparte mag oder nicht. Nein, auf alle Fälle, das ist ein Angebot, das ist unschlagbar. Wir haben hier nur mal so eine Kennzahl von diesen 41%. Auf der zweiten Seite, die jetzt gerade eingeblendet ist, das möchte ich einfach auch einmal nur vortragen, weil ich glaube, die meisten wissen es gar nicht. Da gibt es eine Theatercard. Diese Theatercard kostet 12 € pro Saison. Und damit kann man alle Vorstellungen in jeder Platzkategorie kann man zu 50% sehen. Das heißt, man nimmt irgendeine Vorstellung, außer wenn es Schauspiel ist gerade, dann hat sich's bei der ersten Vorstellung hat sich die Theaterkarte schon gelohnt. Und das ist ein unschlagbares Angebot für alle Leute, glaube ich, unter 26. Dann haben wir ein Abo, junge Menschen heißt das. Das sind alle Schüler, Studenten, Azubis, alles, was auszubilden ist. Eine halbe Stunde vor der Vorstellung kommen die auch fast, also nicht die erste Platzkategorie, aber sonst zu 5 €. Das heißt, die sind ja spontan, die sind nicht so wie ich oder so. Die sind spontan, kommen eine halbe Stunde vorher, wenn es einen Platz gibt, kommen sie für 5 €, jede Vorstellung kommen sie rein. Also das finde ich, das ist alles so im Kleingedruckten, darum sage ich es jetzt einmal groß, dass die Leute wissen, um was es geht. 6er-Abo, bei diesem 6er-Abo sparen Sie bis zu 51%, wer ein 6er-Abo hat.
Das kommt natürlich darauf an, welche Vorstellungen das Sie auswählen. Aber das sind Hammerangebote. Und ich mache so, das hat natürlich auch mit Kundenbindung zu tun, etwas mit Treue. Also von dem her mache ich da so ein bisschen Werbung dafür. Jetzt sind wir, glaube ich, schon am Ende. Wir haben natürlich da irgendwie alles, was man so braucht, an Infos, allgemeine Geschäftsbedingungen, das Personal ist aufgeführt natürlich, die Vorverkaufsstellen, also alles, was Sie eigentlich so kennen, auch eine Seite Feiern im Theater, ein Angebot, was Sie auch, wenn Sie Geburtstag haben oder eine Firma, können Sie das irgendwie hier nutzen, schmökern Sie in diesem Spielzeitheft. In diesem Sinne, ich würde gerne nachher noch 2 Minuten allgemeine Infos, zum Beispiel zur Sanierung, ganz kurz noch einflechten lassen an dieser Stelle. Aber vielleicht öffnen wir zuerst für Fragen, von Ihnen hier auch auf der Bühne, den Journalisten, wenn Sie mögen, wenn Sie noch Fragen offen sind nach den langen Ausführungen. Da kommt gleich das Mikro. Im Laufschritt. Guten Tag, Christi Müller von der Thüringer Allgemein. Eine Frage zum gesamten Spielplan. Sie sind optimistisch, wollen im September anfangen. Wenn Corona Abstandsregeln weiter einfordert, haben Sie einen Plan B? Also das ist irgendwie eine Frage, also es ist tatsächlich so, dass wir auf der großen Bühne mit all den Produktionen, die wir geplant haben, dieser ganze Spielplan funktioniert nur, wenn es die Abstandsregeln nicht gibt. Das kann man so mit Recht und Fug behaupten. Wenn wir zum Beispiel Tristan und Isolde angucken, dann könnten wir die 4 Sänger so verteilen, dass sie 1,5 Meter oder 6 Meter voneinander entfernt sind. Aber wenn man dann ans Orchester im Orchestergraben denkt, dann sind wir schon wieder schachmatt gesetzt. Also von dem her, wir gehen axiomatisch davon aus, dass die Welt wieder so rollt wie vor dem letzten Oktober des vergangenen Jahres. Man weiß ja nicht, wann das Virus irgendwie aufgetaucht ist. Wir gehen davon aus, axiomatisch, wir sind natürlich nicht so blauäugig oder naiv, dass wir uns nicht zu einem Plan B Gedanken machen, aber heute ist der Moment, diesen Plan positiv, optimistisch vorzustellen, in seiner ganzen Vielfalt, in seiner Wucht und das mit Vorfreude irgendwie so anzugehen, hoffend natürlich, dass die Situation sich gelöst oder bewältigt ist. Darf ich ein Wort dazu noch sagen? Es ist ja so, mit einem Plan B wäre es ja noch nicht getan, weil wir wissen ja nicht, was für Imponderabilien dann noch mit dranhängen. Das heißt, man müsste dann einen Plan C und D und E und F auch machen. Deswegen ist die einzige vernünftige Vorangehensweise, dass man sich ein paar Gedanken macht, was wäre, wenn, das aber nicht zu sehr in Stein meißelt, weil das wird einem ja wieder zerschossen, nicht? Durch die Realität. Sie wissen, wie man Gott zum Lachen bringt. Man macht einen Plan. Ja. Obwohl, also genau, wenn Gott lacht, ist ja auch schön. Ist ja schon mal was gewonnen. Also von dem her. Wir haben einen Plan gemacht, der liegt vor Ihnen ausgebreitet. Ich möchte an dieser Stelle, genau, ich weiß nicht, vielleicht öffnen wir nochmals für Fragen. Bitte sehr, Herr Glaser. Angelo Glashagel von der NNZ. Ich hätte eine Frage an Herrn Barlev. Sie hatten jetzt so ein bisschen in den Ausführungen gesagt, dass Sie doch schon an vielen anderen Orten waren, die so im Vergleich zu unserer Region, ich sag mal, doch etwas größer sind. Und ich finde es immer faszinierend, wenn wir Leute hier nach Nordhausen oder auch nach Sondershausen kriegen, die dann doch eher aus so Metropolregionen kommen. Wie kommt man denn zu so einer Entscheidung, dann doch in so eine ländliche Region zu gehen? Durch die Eindrücke, die man gesammelt hat während der Zusammenarbeit. Wenn ich jetzt in der Arbeit hier die Qualität des Orchesters kennengelernt habe, wenn ich davor auch Herr Helmrath als ein wunderbarer Kollege und sehr großer Dirigent auch kennengelernt habe und auch die Begegnung mit Herrn Kleiner, das hat mich schon überzeugt zu sagen, der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, hierher zu kommen, ist der richtige Schritt. Die Eindrücke waren alle sehr positiv und dadurch ergibt sich natürlich auch von meiner Seite eine Entscheidung, die für mich auch so
ist, wie ich das jetzt gerade getroffen habe, mit sehr, sehr positiven Gedanken für die Zukunft. Gibt es... ja, bitte schon. Radio Enno. Maurus Elias Moritz von Radio Enno. Nun dauert es ja noch bis September, bis die ersten Besucher wieder das Theater strömen dürfen. Für viele sicherlich noch eine sehr lange Zeit. Gibt es vielleicht irgendwelche Überlegungen, dass man eventuell online irgendwas anbietet, um das Publikum zu unterhalten? Ja, also wir sind, es gibt ja seit gestern ist eine neue Verordnung in Kraft getreten. Auf Grundlage dieser finden jetzt zuerst die ersten Gespräche mit den Gesundheitsämtern, mit den Ordnungsämtern statt, was möglich ist, wie das auszulegen ist. Aber dazu würde ich vielleicht gerne einen kleinen Ausflug dann in einem separaten Interview machen, das wir gerne führen können, weil heute soll es ja wirklich um die nächste Spielzeit gehen und nicht um Katastrophenbewältigung des jetzigen Moments. Genau. Also wenn ich Sie da vertrösten dürfte, das wäre mir sehr, sehr recht. Gibt es sonst noch Fragen zur nächsten Spielzeit zum Programm? Dann würde ich sehr, sehr gerne ganz kurz noch auf den Online-Chat gehen. Und das ist irgendwie, die Nadine Lindner schreibt, wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, bleiben Sie alle gesund. Uns haben wirklich viele Leute hier verfolgt und wir sind irgendwie sehr, sehr glücklich, dass wir auch dieses Echo, wir haben auch das technisch toll umgesetzt, ist ein herzliches Dankeschön an die ganzen technischen Mannschaften. Also von dem her, wir freuen uns. An die alle, die online sind, Sie können weiter Fragen stellen, die werden Ihnen auch dann von unserer Kommunikationsabteilung, von unserer Pressestelle beantwortet oder weitergeleitet, wenn Sie zu fachspezifisch sein sollten. Also von dem her ist das seien Sie herzlich eingeladen, weiter an uns dran zu bleiben. Eine andere Sache ist, diese Frage wurde schon gestellt. Das ist die Frage, ab wann können Karten gekauft werden? Ist die Theaterkasse wieder offen? Diese Frage ist leider nur so zu beantworten, dass die Theaterkasse nicht offen ist. Wir verkaufen auch keine Karten. Aber was wir anbieten ist, dass die Karten reserviert werden können und die haben die Hand auf diese Karten. Das bedeutet, dass sollte es der Verkauf sich öffnen, sind diese Karten dann quasi schon verkauft, dann wird der Kontakt aufgenommen zu den Leuten persönlich und die kriegen die Karte. Wenn es so sein sollte, was wir hoffen, was nicht der Fall sein wird, dass die Vorstellungen abgesagt werden, sind sie ja nur reserviert und unsere Kasse hat den Aufwand nicht, alle Karten wieder zu stornieren, zurückzubezahlen. Die Kunden müssen die Karten einschicken und so weiter und so fort. Also von dem her gibt es keinen Verkauf, aber es gibt ab sofort, können die Vorstellungen reserviert werden und Plätze reserviert werden. Dabei ist zu sagen, das ist auch ganz wichtig, es können keine Abo-Vorstellungen sein. Da, wo ein Abo drauf liegt, weil die Abonnenten, wir konnten ja die Vorstellungen erst jetzt öffnen, weil mit den ganzen Verschiebungen, mit der ganzen Umplanung waren die Abostrukturen, wer kriegt welches Stück, welches wird wieder gespielt, nicht gespielt, ersetzt, sind jetzt zuerst die Abonnenten, dass wir das organisieren mit den Abonnenten. Und sobald das organisiert ist, dann werden auch diese Vorstellungen für den Verkauf beziehungsweise nur für die Reservation freigegeben. Also, wir hoffen auf Ihr Verständnis, sehr verehrtes Publikum, dass Sie uns da ein bisschen mit Gnade irgendwie den Blick auf uns lenken und da noch so ein bisschen geduldig sind. Also so viel zu den Karten. Ich würde Ihnen nochmals gerne auch sagen, das Spielzeitheft gibt es nicht haptisch, weil wir sind der Meinung, die Unsicherheiten sind noch ein bisschen zu groß, da mehrere tausend Euro zu investieren. Das gibt es nur online zum Download, aber in dieser Fassung, die Sie dann haptisch vor sich haben, sobald wir das Gefühl haben, wir sind in Sicherheit. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, dass gestern eine Spendenmarke gerissen wurde. Die Karten können ja zurückgegeben werden, die Preise, die Kosten werden erstattet von all den Vorstellungen, die ausgefallen sind. Aber einige Leute haben sich dazu entschieden, ihren Kartenpreis zu spenden. Das heißt, sie schicken die Karten zurück und sagen, behaltet das Geld,
und guckt, dass ihr überlebt, dass ihr wieder in die neue Spielzeit kommt. Wir unterstützen euch so. Und die Spendenmarke von 10.000 Euro wurde gestern gerissen. Also von an all die, die zuhören oder die es jetzt über die Presse erfahren, ein ganz, ganz, ganz großes und herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Genau. Dann würde ich gern ganz kurz nur einen Ausflug machen, Umbau, weil das betrifft die neue Spielzeit ja auch ein bisschen. Wir haben gerade den Theaterhof fertig beräumt, dass Sie wissen, wo wir stehen. Wir haben die Container, die letzten Container weggepackt. Die Archäologen sind jetzt am Werk. Im Juli wird alles, was die kleinen Gebäude, die Anteile sind da hinten, die eigentlich nicht zum originalen Theater, zum ursprünglichen Theater gehört, werden abgerissen. Und wir kriegen die Anschlüsse wieder so, dass wir spielfähig sind in der nächsten Spielzeit. Ein Trafohäuschen steht schon, Anschlüsse sind noch nicht da, aber das kommt alles. Und der eigentlich sichtbare Baubeginn wird in diesem Sommer sein, wenn dann irgendwann die Baugrube ausgehoben wird. Und dann haben wir das Gefühl, jetzt entsteht was so richtig. Alles andere bisher sind vorbereitende Arbeiten. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ziel dieser Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei der Presse, dass Sie so in großer Zahl erschienen sind. Ich bedanke mich bei der ganzen Technik. Ich bedanke mich natürlich auch beim Podest, bei Eva Lankau vom Jungen Theater, bei Pavel Balev, der als noch Gast zu uns gekommen ist, bei Michael Helmrath, unserem Generalmusikdirektor, bei Annette Leistenschneider, der Operndirektorin, bei Ivan Alvarez, dem Ballettdirektor, und bei der Chefdramaturgin Juliane Hirschmann. Und in diesem Sinn, genau, bleiben Sie munter, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie neugierig. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und auf bald in diesem Theater, das wir dann wieder befüllt sehen werden. Herzlichen Dank.